So eine kleine Rasur verpasst, nicht? Gefällt dir, ne? Ja, da stehst du drauf. Hey Leute, willkommen zurück zu Wolfenstein, The New Order. So, wir sind jetzt in Berlin angekommen und sie hat noch gesagt, da ist ein Gefangenentransport. Was genau meint sie damit? Sie holen Gefangene ab. Du musst irgendwie auf das Dach des Transporters gelangen. Wenn du dort unentdeckt bleibst, kannst du bis ins Gefängnis von Eisenwald mitfahren. Ich gehe nach unten und lenke die Wache ab, damit er dich nicht sieht. Eins steht fest. Diesem Kerl fehlt es nicht an Eitelkeit. Joa, ne? Berlin hat sich ganz schön gewandelt, ist jetzt noch größer. Anscheinend. Habe ich Knarren? Nö. Wäre ja auch zu einfach. Schöne schallgedämpfte Sniper und weg mit dem Gesindel da unten. Ich möchte Sie daran erinnern, liebe Bürger, wenn Sie mit Ihrem Tagewerk beginnen, so bleibt. Ist das gut, was ich hier mache? Nee, wa? Erdmanns Brief. Serienmorde. Serienmörder, Mörderduo in Verdacht. Das ist irgendwie komisch geschrieben, ne? Moment, ich hab's nicht lange genug eingeblendet gelassen. Ihr wisst ja, Texte lese ich nicht vor, wer es lesen möchte. Kurz pausieren oder verdammt schnell lesen. Was haben wir denn hier noch? Das haben wir letzte Folge schon mal gesehen. Die Schlagzeile. Und ja, ich weiß, im Hintergrund wird gelabert, aber... Das ist dieses... übliche Propagandagelaber. Hier soll ich runter? Euer Ernst, Mann? Da wäre ein hartes, langes Rohr, ne? Ah, ich würde sagen, ich muss dahin, wo es markiert ist. Ganz gechillt. Hat keinen zu interessieren, dass wir hier rumlaufen. Ist hier was drin? Rüstung. So, wir haben die Kartons auch bewusst ganz leise aufgebrochen. Werkstatt. Ist hier ein Gegner? Nee. Ist irgendwie einmal gar nichts? Was ist das denn? Voll das Spielzeug. Ohne Batterie wertlos. Okay. Es scheint das wohl... Oh! Oh, zapf dies! Wir brauchen eine Batterie oder was? Stand da gerade. Wir haben eine Batterie. Ja, schön, dass das alles so easy markiert, dass man, dass so Idioten wie ich auch wissen, wo sie hin müssen. Laserschneider. Muss neu aufgeladen werden. Kann man, gibt's hier auch... Okay. Aber nur so zum Rumschnibbeln. Ziemlich hoch entwickelt, ne? Muss aufgeladen werden. Ja, aber wie mache ich das? Umzäune, halte. Okay. Gedrückt halten. Ah! Okay. Alles klar. Ja, und du? Komm ich da schon durch? Ne. Hier leuchtet es auf jeden Fall. Ah, alles klar. So lade ich das auf. Sich hier unten auch noch drin, ja? War es das? Irgendwie nicht, ne? Ach so. Ah ja. Ja, warte mal, wir laden das nochmal kurz auf.
Wird das doch irgendwann mal nicht mehr eingeblendet da oben, oder? Muss ja echt hier auch am Rand lang schneiden. Hier hätte er überhaupt, dass es reicht. Ah, schönes Rechteck rein hier. Und laden's doch mal auf. Nur zur Sicherheit, nur zur Sicherheit. Jetzt wird sich mal eingeblendet. Schön, schön. Ist ja noch was drin? Gibt einem wirklich die Möglichkeit auch... Es leuchtet so verdächtig. Das will ich haben. Wo bringt mir das was? Keine Ahnung. Alter, das ist ein Sammelgegenstand oder so. Auf jeden Fall kommen wir rein und können es mitnehmen. Ein goldener Rahmen. Wie komme ich hier wieder raus? Hallo? Lol. Komm hier nicht raus. Jetzt! Lass mal kurz aufladen, das Ding hier. Ich weiß nicht, wie viele Aufladestationen es gibt. Dass der Bilderrahmen nur optional ist. Besser nochmal nachladen. Ja, ernst? Weil da jetzt rüberjumpen, ja? Okay, ihr habt Ideen, wa? Ihr habt Ideen. Yes! Oh, das ging. Warte mal, da kann ich rein. Oder warte, da zeigt er mir noch was an. Ach so. Ja, 1, 2 oder 3. Nehmen wir irgendeins von denen. Signal entdeckt. Oh, da vorne. Da vorne ist er. Also muss ich den Sneaky mit dem Messer wegpflücken jetzt, ja? Hä? Kumpel, du warst da doch eben noch. Na komm mal, dann ist aber in die andere Richtung, ne? Komme ich aber nicht rein. Wie soll ich den dann down kriegen, Mann? Alles in Ordnung, Kamerad? Ich muss mich jetzt durchsneaken. Okay. Gibt's da hinten noch einen Weg? Fuck, da gibt's ja die eine Tür. Das ist eigentlich, wenn ich Alarm auslöse, da bin ich gleich geliefert, ja? Da sind zwei, wie soll ich denn da rein? Weil hier Kameras sind, ist irgendwie egal, ja? Kann ich hier rein? Geil. YOLO. Einfach YOLO. Komm schon! Ich zerquetsche! Wow! Okay! Gib her das ganze Gerödel. Ist das eine Waffe? Nope. Lol. Keine Ahnung wie, aber wir sind jetzt hier drin. Wow! Wow! Kackviech! Oh, gib mir eine Rüstung, Mann. Ich werde dich wie ein Schwein ausweiden. Was geht hier vor? Hi! Hi! Was geht? Rüstung. Also YOLO geht hier tatsächlich auch. Wir können hier einfach so... Halt die Luft an da. Ich kneif dich durch die Wand. Durch die Wand? Wie auch immer. Wir hätten gar nichts versuchen brauchen zu sneaken. Sollte mal rangehen? Kann ich gar nicht, ne? Oh, kann ich doch. Nach Eisenwald. Der Bus ist voll eingetroffen. Müller! Müller, antworten Sie!
Verdammt, Müller, Sie erwarten, dass ich Sie bei jeder Kleinigkeit um Erlaubnis frage und Sie besitzen nicht mal den Anstand, auf eine einfache Transportanfrage zu antworten. Lecken Sie mich doch am Arsch, Sie Drecksack! Sie sind eine Schande für die ganze Operation! Ich nehme keine Befehle mehr von Ihnen entgegen, verstanden? Noki, brauchst du auch nicht. Müller könnte der Kommandant sein, sobald wir ihn gefunden haben, gibt er eh keine Befehle mehr, ne? Vielleicht. Aber wo ist der Typ? Er sieht nach dem Verhörraum aus hier. Ja, den Medischock. So ein Medischock bringt kaum was, ne? Du? Der verdammte Kommandant. Kippe brennt noch. Obwohl, nee, meine ist aus. Da ist er, du kriegst gar nichts mit, du YOLO-Man. Wieso denn YOLO-Man? Schnauze da. Hast du keine Rasur verpasst, nicht? Gefällt dir, ne? Ja, da stehst du drauf. Okay, reicht. Ich glaube, das hat genug. Das hatte nichts mit YOLO zu tun. Wie komme ich darauf? Verflucht. Das geberfreie Musik. Keine Ahnung. Los hier, Bastarde, raus! Schichtwechsel, wir sind spät dran. Eine Minute. Genau eine Minute, Hans. Dann müssen wir aber los. Ja, ja. Nach rechts. Hey, Duda. Komm schon. Vorwärts! Du faule Drecksau, beweg dich! Verdammt! Ich zeig's dir, du faule Sau! Los! Du bist ja nicht zum Faulenzen! Raus! Schnell, vorwärts! Ich zeig's dir, du! Komm schon! Vorwärts! Wartet doch mal auf mich! Aufstehen! Vorwärts! Hey, du! Wünschete! Vorwärts! Glaubst du, du kannst hier faulenzen? Nach links, komm schon! Das sage ich richtig, was ich hier mache? Los, los, los! Los! Scheint so. Stahl. Stein. Beton. Meilenweit. Gibt es überhaupt noch etwas auf dieser Welt, das sich zu retten lohnt? Verzweiflung. Tyrannei. Ein endlos mächtiger Feind. Ob meine alten Kameraden noch am Leben sind? Vorsicht! Wenn ich der Letzte bin, dann kämpfe ich allein. Und ich verspreche los, euch. Los, los, dreckiges Pack! Freunde, wenn sie euch hier festhalten, werde ich euch finden. Und befreien. Du siehst schlecht aus. Bist du sicher, gut, auf dem Dach weiterzugehen? Okay. Unbemerkt auf dem Dach weitergehen, wo wir rein zufällig auch einfach so rauflaufen können. Alles da. Aber wo genau? Ich meine, die Roboter killen uns sofort. Wir haben. Bis auf den Laserschneider haben wir nichts. Müssen wir wohl irgendwo hier oben lang, ne? Okay, wir könnten denen ein bisschen die Augen weglasern oder so, aber. Würde uns auch nicht allzu viel bringen. Jetzt da hinten hin? Nee, ne? Oder hier? Ich will erst sagen, hier, da sieht schon mehr nach Dach aus. Und wie soll ich die denn befreien, wenn ich gar nichts dabei habe, außer Messer und Laserschneider? Du bemerkst mich gar nicht. Nö. Du bist dumm. Und jetzt tot. Ja,
Das sah eher aus wie ein Schlagstock, aber ich riech dafür Rüstung. Was geht? Okay, hier sehen die Aufladestationen anders aus als vorhin. Sind das alle Wiesenauer Widerstandskämpfer? Wenn hier so eine Ladestation ist, dann brauche ich das doch für irgendwas. Ketten durchschneiden kann ich auch, ja? Okay. Ah, alles klar. Besten mal sofort aufladen, würde ich mal sagen. Man weiß ja nie. Er ist nicht einfach, eine Wache zu killen und... Oh! Der war ja der Weg schon zu Ende. Warte mal. Kann ich den da eigentlich wegpflücken, ohne dass es großartig irgendwem auffällt? Sobald die anderen Dudes da weg sind. Ja, ne? Vielleicht muss ich das sogar... Ich muss den killen, ne? So oder so. Ich warte besser noch kurz. Die laufen da hinten rum. Jetzt vielleicht. Oh shit, das sind so eine komischen Kameras, ne? Oder ist eine Laser irgendwie? Drücke Maus 3 zum Messer werfen. Da auf ein Hundefutter. Geilomat. Was ist denn hier drin? Ich krieg Munition und habe keine Waffe. Was? Wollt ihr mich verarschen? Kann ich hier unten irgendwie durch? Nee, ne? Verdammt, kann ich nicht. Okay. Ist hier wohl eine Kanone drin? Natürlich nicht. Oh. Ja, die haben so den Standardschleich. Skill oder die Standard-Sneaky-KI. Eigentlich hätten sie den sehen müssen, dass der hier so rumliegt. Haben sie aber nicht. Okay, jetzt sagen wir, gehen ja mal durch. Gehen wir einfach durch diesen Zaun. Aber ich werde das jedes Mal wieder aufladen. Und weiß nie, wozu man das noch braucht, ne? Wie viele Messer haben wir? Eins. Wenn wir nur ein Messer haben, ey, können wir das überhaupt werfen? Oh, der Dude kommt zurück. Aber wir haben uns an der falschen Stelle durch den Zaun geschnitten. Sieht ihr das überhaupt? Seltsam. Er sagt nur seltsam, aber interessiert ihn gar nicht. Dass das hier offen ist. Okay, dann... Blicken weit weg, nicht? So. Kameras reichen nicht bis hier. Okay. Oder sind das... Wir sind Geschütztürme, ne? Wo ist es jetzt sinnvoll durchzugehen? Ist da wer? Wo denn? Was ist? Der läuft da vorne rum. Nur der eine, ne? Hoffe ich. Oh! Ah, der guckte gerade hier rüber. Deiner Spritzer. Frage ist, wo stellt er sich jetzt hin? Ja, gehen die gerade darauf, dass der Zaun durchtrennt ist, oder? Hören irgendwie auch nicht. Lauf da hinten lang. Warum tust du mir das an? Sieht er mich hier hinter? Nee, ne? Nein. Tut er nicht. Kam gerade in die Richtung. Wenn ich schnell genug bin, könnte ich ihn wegsneaken. Okay. Mehr oder weniger wegsneaken. Jetzt geh doch kaputt. Was hältst du denn aus, Mann?
Interessant, dass das keinen Alarm ausgelöst hat. Da sind wir fast tot. Fuck, Mann. Womit erreicht? Ist noch Hundefutter? Irgendwo. Ich kann hier schon rauf, ne? Wow! Nein. Okay, ich brauche vielleicht doch die Heilung. Nur so ein bisschen vielleicht. Ist hier was drin? Yeah, Dosenfutter, das heilt gut. Und Munition war da eben auch noch kurz. Ah. Ach, warte mal, da kann ich rein. Und hier nicht? Ich kann da rein, ich kann da rein. Wo soll ich rein? Kann ich hier auch noch rein? Nein, da kann ich nicht rein. Ja, da oder da. Wir probieren unser Glück hier. Boah, geile Idee gewesen. Ja, ich bin schon da. Das war wohl der falsche Weg. Wow. Bin ich eigentlich safe? Keine Ahnung. Wir werden es herausfinden. Aber erst beim nächsten Mal. Bis denn dann und ciao.